Wie die meisten Fans glauben, werden die Strohhut-Piraten und die Blackbeard-Piraten um den Titel der Crew des Piratenkönigs kämpfen. Da ich glaube, dass dieser Kampf derjenige sein wird, der die Strohhüte in ihr vollstes Potenzial bringt, werden diese Kämpfe die Schwächen der Strohhüte angehen, wo sie wahrscheinlich dann auch noch Power-Ups bekommen und zu runderen Kämpfern werden. Diese Kämpfe werden es ihnen ferner ermöglichen, etwaige Schäden gegen bestimmte Blackbeard-Piraten beizulegen. Man muss sich auch daran erinnern, dass wir uns bewusst sind, dass die Blackbeard-Piraten alle versuchen, Teufelsfrüchte zu erwerben, wenn sie diese noch nicht haben. Daher ist es wahrscheinlich, dass die meisten Mitglieder Teufelsfruchtkräfte bekommen werden, wenn sie dies nicht bereits tun, und es ist nur die logische Schlussfolgerung, da wir bereits gesehen haben, wie einige Leute Früchte bekamen, so zum Beispiel Shiryu und Katarina Devon. Auch Jesus Burgess versuchte, die Feuerfrucht zu bekommen, aber kommen wir nun nach dem Intro zu den meiner Meinung nach passendsten Matchups zwischen den Strohhutpiraten und den Blackbeard-Piraten. Kommen wir zu dem ersten Kampf und da fange ich direkt mit dem offensichtlichsten an, nämlich der Kampf der Kapitäne, Ruffy gegen Blackbeard. Was Blackbeard betrifft, haben wir allein mit seinen Teufelsfrüchten gesehen, dass er Marco ziemlich einfach besiegen konnte. Wir wissen jedoch, dass er sich trotz seiner wahnsinnigen Beständigkeit in Impel Down nicht gegen Ruffy verteidigen konnte, was bedeutet, dass sein Haki im Vergleich zu den anderen Yonko damals noch sehr schwach war. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass er nun neben der Beherrschung seiner Teufelsfrüchte unglaublich starkes Observation und Rüstungshaki haben wird, so wie es Ruffy derzeit auch hat. Blackbeard wird zum Zeitpunkt dieses Showdowns so gut wie keine Schwächen haben, da er die beiden zerstörerischsten Teufelsfrüchte da draußen und möglicherweise erstklassiges Observations- und Rüstungshaki hat. Da Blackbeard nicht die Qualitäten eines Königs besitzt und letztendlich auch nicht den Titel des Piratenkönigs erreichen wird, bezweifle ich persönlich, dass er Königshaki freischalten wird, aber darüber kann man sich streiten. Kommen wir zum zweiten Matchup und da wird es jetzt ein wenig anders zugehen, als die meisten es erwarten, aber dazu habe ich noch eine kleine Erklärung, nämlich der erste Flottenkommandant Jesus Burgess gegen Zoro, also de facto die ersten Gefährten bzw. die rechte Hand der jeweiligen Kapitäne. Es wurde für eine Weile gedacht, dass Shiryu die Glitzerfrucht erhalten würde, da er als Zoros Gegner aufgestellt zu sein schien und Mihawk Josu nicht zerschneiden konnte. Mit Zoros Kampf gegen Mr. One wurde quasi auch schon mal impliziert, dass er schließlich irgendwann Diamanten schneiden würde. Es hat sich nun herausgestellt, dass Shiryu stattdessen die Unsichtbarkeitsfrucht hat und dies führt wahrscheinlich dazu, dass dieses Foreshadowing von Alabaster sich auf einen völlig anderen Charakter beziehen kann. Die Tatsache, dass die Blackbeard-Piraten die ehemaligen Whitebeard-Piraten verfolgen, lässt mich glauben, dass der Großteil ihrer neuen Fähigkeiten bereits in ihrer Crew zu finden sein könnte. Daher ist es als prominentester Nahkämpfer unter den Blackbeard-Piraten und ihrem ersten Schiffskommandanten und im Wesentlichen auch Blackbeards erster Gefährte sinnvoll, dass Zoro gegen Jesus Burgess kämpfen wird, obwohl er kein Schwertkämpfer ist. Und nun kommen wir zu dem Twist, denn ich persönlich glaube, dass es in Zukunft dort einen 2 gegen 2 Kampf zwischen Zoro und Sanji und Shiryu und Jesus Burgess geben könnte oder vielleicht ein gegnerischer Tausch zwischen diesen beiden Paaren. Und da knüpfe ich nun direkt an den nächsten Kampf an, nämlich der zweite Flottenkommandant Shiryu gegen Sanji. Beide sind die linke Hand quasi ihres Kapitäns und anfangs dachte ich, wie gesagt, er wäre Zoros Gegner, aber die bemerkenswerte Ähnlichkeit der auf Unsichtbarkeit basierenden Kräfte zwischen ihm und Sanji sowie die vorher von Burgess erläuterten Dinge lassen mich glauben, dass er Sanjis Gegner werden könnte. Obwohl ich auch die Möglichkeit einer 2 gegen 2 Situation oder einer Gegnertausch-Situation erwähnt habe, scheinen beide Paare in beiden Kombinationen gegeneinander antreten zu können. Und ich glaube, das ist auch nicht zu weit hergeholt, basierend auf dem, was wir von seiner Kraft gesehen haben, die wir in Impel Down sahen, scheint er auch ein geschwindigkeitsbasierter Kämpfer zu sein. Shiryu hatte schon vor dem Erhalt der Unsichtbarkeitsfrucht heimliche Fähigkeiten und konnte den Kontrollraum in Impel Down erreichen, ohne von den Überwachungsteleschnecken bemerkt zu werden. Ein Kampf mit Sanji scheint also seltsamerweise bestimmt zu sein und ich wette, dies wird auch bedeuten, dass er ein verrücktes Observationshaki haben wird, wie wir es ja auch von Sanji erwarten. Dennoch finde ich, wie gesagt, die Idee mit dem Doppelkampf oder dem Gegnertausch am besten für diese Situation. Kommen wir zum nächsten Kampf, nämlich der dritte Flottenkommandant One Ogre gegen Lysop.
Und dieses Match scheint unglaublich offensichtlich zu sein und es ist wahrscheinlich, dass beide Kämpfer Observationshaki weiterentwickelt haben. Dieser Kampf wird wahrscheinlich über große Entfernungen stattfinden, obwohl ich mich nicht wundern würde, wenn Van Ogre auch noch Rüstungshaki auf seine Kugeln anwendet. Aufgrund der Tatsache, dass sein Name Ogre auf den Begriff Augury verweist und von diesem abgeleitet ist, was die Praxis der Wahrsagerei und Vorhersage über den Einsatz von Vögeln in der römischen Kultur bedeutet, gehe ich davon aus, dass er eine flugbasierte Zoanfrucht haben könnte, vielleicht eine Smile, aber erwarten könnte man da was Größeres. Aufgrund der Nähe von Lysop zu den Tontata gehe ich davon aus, dass die Blackbeard-Piraten wahrscheinlich versuchen werden, die Kontrolle über diese Insel zu übernehmen, da Doflamingo jetzt aus dem Bilde ist und bald Kaidos Sturz eintreten wird. Da Lysop eng mit Käfern von dem Theme her verbunden ist, kann Van Ogre tatsächlich vielleicht die Insektenfruchtmodell Nashornkäfer von Kabu erhalten, da die Blackbeard-Piraten auch die Angewohnheit zu haben scheinen, Nebencharaktere zu töten. Es wird also ein Kampf gegen einen Nashornkäfer-Fruchtnutzer und gegen Lysops nach dem Nashornkäfer benannten Attacken-Scharfschützenduell geben. Kommen wir zum vierten Flottenkommandanten Avalo Pizarro gegen Frankie. Es ist nur sehr wenig bekannt, außer dass Avalo Pizarro einige sehr seltsame Waffen benutzt und er scheint mit ihnen ausgerüstet zu sein und das würde gut zu Frankie passen. Rein aufgrund seines waffengeschützten Aussehens ist er sehr wahrscheinlich Frankies Gegner, da beide eine Vielzahl und eine Reihe von Waffen verwenden. Es gibt nicht viel anderes zu sagen, da er eines der mysteriösesten Mitglieder der Crew ist und ich gehe davon aus, dass der Kampf mit Frankie größtenteils Kampf mit den Waffen sein wird und daher erwarte ich, dass Avalo Pizarro eine Zoan- oder Paramezia-Frucht erhält und ein perfektes Beispiel dafür wäre Blamencos Taschenfrucht, mit der er Waffen in seinem Körper aufbewahren kann. Auch diese Frucht stammt von den Whitebeard-Piraten, die seit Beginn des Timeskips von den Blackbeard-Piraten verfolgt werden. Der nächste Kampf wäre der fünfte Flottenkommandant Raffid gegen Nami. Beide sind Navigatoren ihrer Crew und Raffid hat eine unbenannte Teufelsfrucht, welche mit der Fähigkeit der Hypnose begleitet wird. Auch hier gibt es nur wenig zu sagen, außer dass sie aufgrund ihrer Rolle in der Crew ziemlich gut zusammenpassen würden und es wurde mal angenommen, dass Raffid eine Engel- oder Schwan-Soan-Teufelsfrucht hat, was Sinn machen würde und seine Fähigkeiten zu hypnotisieren könnte ein großer Stolperstein für Nami werden. Angesichts seiner Flügel denke ich, dass seine Kräfte nützlich sein könnten, um Namis Wolken zu zerstreuen und dies würde ihn zu einem unglaublich schwierigen Gegner für Nami machen. Leider gibt es hier nicht so viel Material, aber die überzeugendste Idee für eine Soan ist, die Mensch-Mensch-Fruchtmodell Harpie, denn Nami ist von Geld besessen, genauso wie Harpien es sind und das würde natürlich auch die Flügel von Raffid erklären. Der sechste Flottenkommandant Katharina Devon gegen Nico Robin. Katharina Devon soll besessen davon sein, schöne Frauenköpfe zu sammeln und das könnte auf Nami oder Nico Robin zutreffen, aber ich persönlich denke, Robin und Katharina passen da besser zusammen, weil Nami und Raffid eben einfach schon gut als Kampfpaar passt. Es ist auch erwähnenswert, dass Robin und Katharina in ihrer Persönlichkeit sehr ähnlich zu sein scheinen, da sie beide dazu neigen, irgendwie ein wenig sarkastisch zu sein. Und Katharina Devon besitzt die Hundefruchtmodell QB, womit sie sich in einen neunschwänzigen Fuchs verwandeln kann und Robins Frucht würde da auch ziemlich gut zu passen, würde ich sagen. Kommen wir zum siebten Flottenkommandant San Juan Wolf gegen Jinbei. San Juan Wolf hat eine immense Größe, die ihm eine unbenannte Paramezia-Teufelsfrucht gewährt. Und er wird gegen Jinbei kämpfen, weil er ein Kämpfer ist, mit dem Jinbei anscheinend gut umgehen kann. Da Jinbei Techniken hat, die große Körper zum Nachteil machen. Ich glaube, es ist möglich, dass San Juan Wolfs Frucht es ihm ermöglicht, seine Größe nach Belieben anzupassen, was ihn zu einem schwierigen Gegner macht und erklärt, wie er in Impel Down in eine Zelle passen und aus einer Zelle herauskommen konnte. Es ist einfach ein Pairing, das meiner Meinung nach Sinn machen würde. Kommen wir zum achten Flottenkommandanten Vasco Shot gegen Brook. Vasco Shots Fähigkeiten sind weitgehend unbekannt und ich habe Vasco Shot gegen Brook zum größten Teil durch das Ausschlussfahren ermittelt und die Tatsache, dass Brook und Vasco Shot die letzten beiden waren, die ohne Matchup übrig waren. Welche Fähigkeit Vasco Shot haben wird, ist schwer zu beurteilen, deswegen habe ich eigentlich auch nicht mehr viel dazu zu sagen, aber die Vermutung liegt nahe, dass er ein Fischmensch sein könnte und er deswegen auch eventuell gegen Jinbei antreten könnte, aber wirklich viel kann man nicht zu ihm sagen. Und das letzte Kampf-Pairing, der neunte Flottenkommandant Dog Q mit Stronger gegen Chopper. Beide sind Ärzte und Tiere, beziehungsweise Stronger ist ein Tier wie Chopper,
Chopper und Doc Q ist halt der Arzt, aber über seine medizinischen Fähigkeiten ist so gut wie nichts bekannt. Es mag seltsam erscheinen, dass Vasco Shot ein giftigeres Erscheinungsbild hat als Doc Q, aber es gibt noch eine andere, noch giftigere Fähigkeit als die Gasfrucht, die perfekt für Doc Q funktioniert, der ja anscheinend von Krankheiten geplagt ist. Es ist möglich, dass er ein Kenner von Giften ist, so seltsam es auch klingt, wegen der einen Apfelszene im Jaya-Arc. Es gibt in Schneewittchen die berühmte Szene, wo ihr ein vergifteter Apfel serviert wird und in gewisser Weise könnte dies eine Anlehnung daran sein und ich glaube deshalb könnte er die Giftfrucht von Magellan erlangen. Das medizinische Prestige bedeutet, dass er vielleicht ein weitaus erfolgreicherer Nutzer der Giftfrucht sein wird, als Magellan es jemals war und ich wäre nicht überrascht, wenn die Blackbeard-Piraten das Gefängnis erneut besuchen würden, um diese Frucht zu erlangen. Ein weiterer Aspekt dieser Idee ist die Tatsache, dass Oda gerne mit Wörtern spielt und die Giftfrucht im Japanischen heißt Doku Doku no Mi, was genauso ausgesprochen wird wie Doc Q auf Japanisch, also Doc. Und daher ist das schon eine sehr plausible Theorie meiner Meinung nach und es versteht sich von selbst, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Crewmitglieder auch Haki erreichen bzw. entwickeln und dadurch stärker werden. Aber nun schreibt mir mal eure Meinung zu diesen Kampf-Pairings in die Kommentare und ob ihr eventuell noch Verbesserungsvorschläge dazu habt oder welche Teufelsfrüchte ihr euch für die einzelnen Crewmitglieder von Blackbeard vorstellen könntet. Und wenn euch das Video ansonsten gefallen hat, lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke für weitere tägliche One Piece Videos. Wir sehen uns morgen wieder, euer Kudo, haut rein!